Ja, wir haben ja momentan ganz verrückte Zeiten im Bereich Silber. Was momentan draußen passiert, bleiben Sie dran, bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Horst Weber. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das Video überhaupt noch machen soll, weil es gibt schon viele Kanäle, die das Thema schon aufgegriffen haben. Thema Short Squeeze im Bereich Silber. Steigt der Silberpreis vielleicht auf 100 Dollar oder sogar auf 1000 Dollar die Unze? Das sind momentan Zielmarken, die herausgegeben werden. Was sind die Hintergründe? Wo geht es vielleicht hin? Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ja, um was geht's? Und zwar am Wochenende, wir haben jetzt heute Mittwoch, den 3.2.2021. Am Wochenende war es so, da waren einige Händler in den USA komplett ausverkauft. AppMax zum Beispiel ist einer der größten Händler in Amerika. Der hat keinerlei Bestellungen mehr zugelassen, weil nicht ganz klar war, was passiert in den Märkten. Wir haben ein Video gemacht zu einem Münzbarren. Da war ich auch drauf auf der Webseite von der Firma Silver Towns Mint und die war einfach abgeschaltet. Das heißt, die war under construction. Jetzt geht die wieder. Wahrscheinlich wollten die einfach nichts mehr weiterverkaufen oder die Läger waren leer im Bereich Silber. Ja, was ist dem vorausgegangen? Es ist dem vorausgegangen, es gibt ja eine App. Und zwar die Robinhood App, mit der kann man Aktien oder auch andere Wertpapiere entsprechend traden mit kleinen Gebühren oder gar keinen Gebühren. Und es gibt einige Communities, wo sich Anleger zusammengeschlossen haben. Das erste Beispiel war jetzt zum Beispiel die Aktie GameStop. Und da haben Anleger gesehen oder auch kleine Anleger gesehen, dass es viele Hedgefonds gibt, die auf fallende Kurse setzen bei dieser Aktie. Fallende Kurse bedeutet in Amerika, sie gehen davon aus, sie gehen eine Position ein, sie gehen davon aus, dass der Preis fällt und decken sich dann entsprechend am Markt ein mit den Aktien und geben die zum Beispiel zurück, wenn der Preis jetzt gefallen ist. Machen wir ein Beispiel. Beispiel, die Aktie steht bei, sagen wir mal, 10 Dollar und Sie sind der Meinung, die fällt, die ist überbewertet, dann gehen Sie diese Position ein und wenn das jetzt auf 8 Dollar runterfällt, dann kaufen Sie entsprechend diese Aktie ein und haben 2 Dollar verdient. So, das haben die bei GameStop entsprechend gesehen, die Kleinanleger haben gesagt, komm, lass uns doch diesen Kurs gemeinsam hochtreiben, weil die Firma GameStop hat ein veraltetes Geschäftsmodell, die sind im Bereich Spiele, aber nicht im Bereich Online-Spiele, sondern verkaufen tatsächlich stationär Spiele und machen auch relativ hohe Verluste. Da hat Marc Friede schon ein tolles Video gemacht, deswegen will ich mich da gar nicht lange aufhalten. Was ist dann passiert? Und zwar bei der Aktie GameStop haben die es wirklich geschafft, im Jahr 2021 die Aktie von 20 US-Dollar auf 480 US-Dollar hochzujagen. Das heißt, es war ein Gewinn von 2.300%. Ich habe einige Trader gesehen, die haben ihr Depot gezeigt, die haben 4.500 Dollar angelegt vor einiger Zeit und haben auf 1 Million dort stehen gehabt. Mittlerweile ist die Aktie wieder in sich zusammengesackt. Das heißt, wir stehen gerade heute bei etwa 98 US-Dollar. Gestern hat die Aktie 60% verloren. Heute hat sie wieder 30, 35% verloren. Also, das ist auch meistens nichts Langfristiges. Das heißt, die sind rein, hoffentlich wieder rausgekommen und haben ihren Gewinn entsprechend mitgenommen. So, und die haben letzt geschrieben auf der Plattform oder in der Gruppe Wall Street Bets. Und zwar Silber. Silber gibt es ganz viele Leerverkäufe. Das ist wahrscheinlich auch bekannt. Es wurden schon viele Banken entsprechend mussten Strafen bezahlen, weil rausgekommen ist, dass die ein oder andere Bank entsprechend den Silber und auch den Goldpreis manipulieren. Und die schreiben hier, der Silberbullionmarkt ist einer der meist manipulierten Märkte der Welt. Jeder Short Squeeze in Silver Paper würde episch sein. Wir wissen, viele Banken manipulieren den Gold- und Silberpreis, und um die reale Inflation zu verbergen. Das steht hier auf Englisch entsprechend da. Und die schreiben ja auch: All of the best mines for silver have already been depleted in recent years. Das heißt, die sagen, die Minen sind zum Großteil ausgebeutet. There is momentan severe supply shortage, das heißt, die sehen eine Knappheit im Bereich Silber
Und die sehen aber, dass die Nachfrage skyrocketing, das heißt zum Himmel läuft. Und zwar für was braucht man Silber? Für Solarpanels, für elektrische Autos braucht man immer mehr Silber, für elektronische Artikel und viele andere Produkte brauchen mehr Silber als jemals. Und die sagen, inflationsmäßig müsste der Silberpreis eigentlich von jetzt $25 auf $1000 steigen. Ja. Was ist dann passiert? Das heißt, wir haben letzte Woche schon Anstiege gesehen. Da ist Silber an einem Tag um 5% gestiegen, im nächsten Tag nochmal um 2%. Am Montag hatten wir einen Silberausbruch. Das heißt, da ist Silber auf einen Schlag mal. Ich bin früh aufgestanden und habe gesehen, oh, 10% im Plus Silber. Hier habe ich einen Chart gemacht, da waren wir bei 8,5% im Plus. Das hat es auch gestern wieder abgegeben. Warum? Da hat Lars Hinrichs ein tolles Video gemacht. Der Silbermarkt ist halt doch nicht so klein wie vielleicht eine einzelne Aktie. Es gibt auch mehrere Papiere, die auf dem Silbermarkt liegen. Es gibt Optionen, es gibt Zertifikate, es gibt ETF, ETCs. Also der Silbermarkt hat einen viel größeren Umfang als jetzt vielleicht eine einzelne Aktie, die ich natürlich, wenn sie vielleicht markteng ist, entsprechend bewegen kann. Der Aktionär hat auch was geschrieben und zwar entsprechend Silber $1000, der größte Short Squeeze der Geschichte. Die schreiben ja auch, der Silbermarkt ist der am stärksten manipulierte Markt und das Ausbruchsniveau bei Silber im Bereich von $28 ist in greifbare Nähe gerückt. Die fragen sich auch, ob die Kurse von $1000 realistisch sind. Also ich selber glaube jetzt nicht, dass es auf $1000 steigt, die nächsten Tage, Wochen, Monate. Es könnte aber natürlich passieren, dass wir in 1, 2, 3 Jahren Kurse haben von $100, $150, weil das müsste so inflationsbereinigt der Preis sein, wenn man die 80er Jahre zugrunde liegt, wo der Höchstpreis damals bei Silber bei etwa $50 die Unze war. Ich habe selber erlebt und ich glaube, zwar im Jahr 2009 oder 2010, Thema seltene Erdmetalle, da war es damals so, China hat den Markt damit überflutet, dann sind viele europäische Player pleite gegangen und dann haben die entsprechend edlen Metalle oder die seltenen Erdmetalle aus den Märkten zurückgezogen. Und da habe ich selber erlebt, in 1, 2 Monaten sind die Preise um 500-700% explodiert. Also Sie sehen, es können verrückte Dinge im Markt passieren. Ich bin selber mal gespannt, wie es weitergeht. Silber ist auf jeden Fall immer noch unterbewertet. Wir haben gerade aktuell, wo ich das Video mache, ein Silber-Ratio von 1:69. Also Silber ist immer noch günstiger als Gold. Also es kann durchaus ganz schnell mal auf 30, 40, $50 steigen. Wie gesagt, in 2, 3 Jahren auf 100 oder $150. $1000 wäre der Wahnsinn. Also dann würde ich wahrscheinlich auch alles verkaufen und was anderes suchen erst einmal oder mal abwarten. Sind wir mal gespannt, wo die Jungs, die Kleinanleger den Silberpreis hintreiben. Warten wir es mal ab. Und dann, wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal, dass wir Sie auf dem Laufenden halten können. Und dann freue ich mich, wenn wir uns zum nächsten Mal sehen. Bis dann, danke und tschüss.